Willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Fitnessvideo. Ja, endlich ist es soweit. Toffi macht wieder Fitness. Toffi bewegt sich wieder und ihr dürft dabei zugucken. Ja, ich hoffe, dass es eine gute Alternative zu Ring Fit Adventure wird. Sag ich ja immer wieder. Es ist irgendwie so mein Vergleich zu allen Fitness-Sachen, die man halt eben hier auf der Nintendo Switch bekommen kann. Ring Fit Adventure ist so das Nonplusultra und wir versuchen dann halt immer wieder was zu finden, was entweder alternativ gut ist oder ansatzweise okay und so weiter und so fort. Und heute kommt eben Knockout Home Fitness. Heute am 8.10. raus, das könnt ihr auch hier erkennen. Da, wenn man jetzt hier nämlich drauf geht, direkt das Datum angezeigt wird. Das ist schon mal super, ne? Da kann man schon mal nicht mehr verkacken. Falls man sagt, ja, ich weiß nicht, wie oft ich schon Sport gemacht habe. In diesem Spiel wisst ihr ganz genau, ja, das letzte Mal habe ich da und da und da und dann Sport gemacht. Finde ich auf jeden Fall eine super Sache, aber darum geht es ja nicht. Das sind ja nur kleine Gimmicks. Wir wollen rausfinden, ob man hier richtig schön auf seine Kosten kommt, denn ich brauche mal wieder ein Sportspiel, das mich motiviert. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Satsuki, deine Trainerin. Oh, die redet sogar mit mir. Warte mal ganz kurz, ich muss mal ein bisschen lauter machen, das höre ich die nicht. Also, Satsuki, deine Trainerin. Das ist auf jeden Fall nett. Warte, ich stelle mich mal so wie die hin. Hi. Home Fitness ist dafür gedacht, dir anhand verschiedener Kampfkunstbewegungen ein richtiges Fitnesstraining zu bieten. Meine Aufgabe hier ist es, dich zu unterstützen und sicherzustellen, dass du beim Training Spaß hast. Ja, also bis jetzt macht es auf jeden Fall schon mal Spaß, dir zuzuhören. Fangen wir damit an, wie man die Joy-Con-Controller hält. Halte beim Training die Joy-Con-Controller in beiden Händen. Vergiss nicht, die Handgelenksschlaufen anzulegen. Ich habe die Handgelenksschlaufen verlegt, deswegen kann ich sie jetzt gerade nicht benutzen. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Gehen wir ins Studio und fangen mit dem Training an. Okay, Training ist immer schon mal eine super Sache. Klar, wir müssen natürlich erstmal rausfinden, was man hier machen muss, wie man es machen muss, bevor wir dann halt richtig anfangen. Ich fange mal mit den Grundlagen an. Zuerst die Stellung. In diesem Spiel gibt es drei verschiedene Stellungen. Wenn du mir zuschaust, dann stell dir einfach vor, dass du in einen Spiegel siehst. Erstens die Linksauslage, bei der dein linker Fuß vorne ist. Linker Fuß vorne, rechter Fuß hinten. Zuerst zeige ich dir, wie man es macht. Das ist eine Aktionsspur. Okay, das kennen wir ja schon von diesem ganzen... hier diesem Boxspiel. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Fitnessboxing. Versuch es doch mal selbst. Zuerst mit der linken. Jabs. Fertig. Das war fantastisch. Habt ihr gehört? Ich bin fantastisch. Das ist schon mal super. Perfekt. Nach jeder Aktion musst du wieder in die Ausgangsstellung zurück. Achte auf einen schönen Bewegungsablauf, wenn du den Beat folgst. Dann von rechts. Crosses. Fertig. Cross. Übrigens, ein Cross ist eine Art von Gerade. Ups, bin ich aus dem Takt gekommen. Rechter Fuß und rechte Hand für rote Noten. Schau zu, wie ich es mache. Okay, bis jetzt echt ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe natürlich nicht so eine schöne Leggings an wie sie, aber ich finde... Bis jetzt hat es halt sehr viele Parallelen zu Fitnessboxing, muss man fairerweise sagen. Also jetzt nicht so... Währenddessen wechseln wir ab. Also bis jetzt halt einfach auch nichts anderes als Fitnessboxing, aber ich denke, das kommt noch. Ich denke, da werden wir noch ein paar andere Sachen kennenlernen, die vielleicht nicht mehr... Dieses Mal geraden. Kniebeugen. Gerade. Ach so. Der ganze Körper für weiße Noten. Ah, das ist cool. Okay. Und es funktioniert tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass wenn ich in die Beugen gehe, dass die Joy-Cons so empfindlich sind, dass sie das richtig mitkriegen. Aber das sind sie tatsächlich. Findest du unter Aktion ansehen. Damit wäre die Übung abgeschlossen. Das war jetzt was Neues und war interessant. Vor allen Dingen, man hatte wirklich schon die Spannung in der Leistenbeuge, hat man die Spannung schon richtig gemerkt, tatsächlich. Jetzt weiß man natürlich nicht, inwieweit das Ganze jetzt in Zukunft... Hättest du mir als oh Gott. Damit wird dein BMI, ja, Entschuldigung. Wie viele Kalorien du verbrennst. Ja, jetzt muss ich wieder mein Gewicht und meine Körpergröße angeben und so weiter.
ja, es tut mir leid, ich wiege halt nicht. Ich bin halt nicht der Allerschlängste. Aktuell wiege ich, glaube ich, 63. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ich habe mich zuletzt gewogen, ist schon ein bisschen länger her, aber bei einer Körpergröße von 1,73. Und jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, Toffi, das ist doch gar nicht schlecht. Du kannst dein Passwort einstellen, wenn du nicht willst, dass andere deine Körpergröße und dein Gewicht kennen. Ihr wisst ja jetzt eh schon, oder? Kann ich nichts mehr dran ändern. Nee, muss ich jetzt ernsthaft? Wenn du das freilassen möchtest, drücke Plus. Ja, lass ich jetzt freilassen. Gehen wir ins Hauptmenü. Nee, also, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt werden viele Leute sagen, wie Toffi, das ist ja bei 1,73, 63 Kilo ist ja nicht viel und sowas. Da Muskelmasse und so, da ist nichts Muskelmäßiges. Das ist scheiße. Tut mir leid, es ist nichts Muskelmäßiges da. So. Ich empfehle, jeden Tag ein persönliches Training durchzuführen. Wähle gleich persönliches Training. Okay, persönlich, diese andere ist sowieso, drei Minuten Fitness? Und mein Protokoll ist noch nicht drinne vorhanden. 3 Minuten Fitness, das ist etwas, was mich jetzt schon am meisten interessiert, wie viel man an 3 Minuten gefordert wird. Weil manche Leute haben ja nicht so viel Zeit, deswegen finde ich solche Sachen eigentlich immer ganz cool, aber das können wir jetzt gerade aktuell noch nicht machen. Das empfohlene Tagesprogramm zur Rechten zeigt dir, was wir heute machen werden. Das ist ein spezielles Programm, das ich nur für dich erstellt habe. Du kennst mich doch gar nicht! Aufgrund meiner Körpergröße und meines Gewichtes ist das jetzt schon speziell auf mich angerichtet. Weißt du, was ich für Handicaps habe? Weißt du, ob ich überhaupt in die Knie gehen kann? Kennen wir uns persönlich? Hatten wir schon mal ein Date? Wenn du ändern möchtest, auf welchen Körperteil du dich konzentrieren möchtest oder was deine Ziele sind, kannst du das in den Trainingseinstellungen tun. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Wähle Studio auswählen, wenn du das Studio wechseln möchtest. Oder Trainer auswählen, wenn du den Trainer wechseln möchtest. Wenn du noch einmal sehen möchtest, wie man eine bestimmte Übung macht, kannst du das unter Aktion ansehen tun. Also wenn ihr sehen wollt, wie sich und eure Trainerin nochmal bückt und nochmal die Beine breit macht, dann geht in die Optionen Aktionen ansehen. Dann fangen wir gleich mit dem Training an. Zeit für das Studio. Ja, ich würde auch mal sagen, jetzt genug gequatscht, jetzt wollen wir wieder mal richtig loslegen hier. Ab ins Studio, los geht's. Dann wollen wir mal anfangen. Dehnen. Oh Gott. Phew. Okay, aber ich will richtig gefordert werden. Es wäre schon schön, wenn man das wirklich so richtig... Was? Okay, jetzt redet sie nicht mehr, oder? Dein Körper mit eingehenden Dehnübungen locker. Das Geheimnis ist, es langsam angehen zu lassen, damit du dich nicht verletzt. Ja gut, das ist ganz klar. Jetzt erstmal schön Toffi beim Stretching beobachten. So, wir fangen mit dem Dehnen an. Lass es langsam angehen. Wir sollen sie als Spiegel benutzen. Fangen wir mit dem Dehnen der Schultern an. Ich weiß, das muss ich noch nicht machen, aber ich mach's trotzdem, weil das kommt besser rüber. Dann weiß sie, dass ich es ernst meine. Stell dir vor, du würdest mit deinen Ellbogen Kreise malen. Und jetzt umgekehrt, von hinten nach vorne. Beim Drehen auf deine Rückenmuskulatur. Und alle mitmachen, ja? Schön über die Brüste streicheln. Kommen wir jetzt zu deinen Armen und Schultern. Ein Arm bleibt ausgestreckt. Achso. Ja gut, das kennt man. Ich denke, das kennt man vom Sportunterricht, oder? Oder Leute, die halt im Fußballtraining sind, die müssen sich ja auch ständig dehnen. Oder generell beim Sporttraining. Ich glaube, da muss man sich generell viel dehnen, oder? Die Schultern müssen dabei unten bleiben. In Dänemark, da hat man auch ganz viel dehnen. Ah, komm, der war lustig. Jetzt drehen wir die Hüfte und dehnen uns. Entspanne deinen Oberkörper. Oh, das ist schön. Da fühle ich mich wie so ein kleines Mädchen auf der Blumenwiese, das den Windwehen. Das Windwehen toll findet. Halte dein Gleichgewicht. Okay. Als nächstes dehnen wir den Rücken. Ich finde das immer so geil. Also, achte darauf, deine Schulterblätter herauszudrücken. Weiß nicht, ob ich es richtig mache. Kann ich nicht sagen. Und mach deinen Rücken rund, während du dich dehnst. Ja, mein Rücken ist voll rund.
Seite der Oberschenkel. Das ist die fieseste. Die habe ich früher immer gehasst. Das ist da, wo man die runtergeht. Ne? Ach so geht das. Okay. Ja, okay, das ist nicht das, was ich dachte. Ich habe es mit was anderem gedacht. Ich dachte, das ist da, wo man die Arme runterzieht und dann das in den Kniebeugen immer so richtig hardcore zieht. Das habe ich früher immer gehasst, weil das immer so wehgetan hat. Hier zieht es zwar auch in der Kniebeuge, aber nicht so intensiv, wie es halt eben bei den... Also diese Übung, da wo du mit den Armen so weit runter gehst, die ist echt heftig. Komm, ich gebe euch auch einen Daumen hoch, weil ihr das so toll mitgemacht habt. Und an diejenigen, die es nicht mitgemacht haben, schämt euch, ihr faulen Säcke. So, jetzt habe ich es gesagt. Okay, gut. Jetzt wollen wir mal richtig loslegen. Und jetzt Vollgas! Beide Arme hoch! Aus der Grundstellung... Tritt mit dem rechten Fuß zurück und geh in die Linksauflage. Zuerst mit der linken. Oh, guck mal, wir kriegen Freundinnen. Fertig, Jeff. Achso. Ein Jeff nach dem anderen auf Kinnhöhe. Ich muss jetzt die Freundinnen beeindrucken, dass ich so toll bin. Ansonsten darf ich nicht mehr mitmachen. So, ups, ich hab falsch rum. Scheiße. Ah. Ich weiß nicht, was mit mir heute los ist. Irgendwie habe ich heute nichts. Eigentlich bin ich heute irgendwie gar nicht sportlich, habe ich das Gefühl. Genau so sollten wir weitermachen. Irgendwie weiß ich nicht. Also bis jetzt muss ich sagen, ist es okay. Aber ich habe mir irgendwie was anderes vorgestellt. Also es ist mir ehrlich gesagt, sind mir aktuell viel zu viele Parallelen zu Fitnessboxing. Ich hoffe, dass sich da noch irgendwo was ändert, irgendwo was Neues dazu kommt. Weil ansonsten finde ich es ein bisschen zu... Ja, ich sag ja. Es ist halt Fitnessboxing in anderem Gewand. Beim Schlagen ausatmen. Dann von rechts. Doppel Jab Crosses. Jab Cross. Schnell zurück. Rechts. Okay, jetzt bin ich langsam drinnen. Fertig! Juhu! Ja, Entschuldigung. Ich war zwischenzeitlich total raus. Ich weiß nicht wieso. Einmal habe ich verwechselt die Arme. Man muss halt merken, Cross ist immer das, ist immer der Arm, der hinten ist. Und Jab ist halt der Arm, der vorne ist. Das hätte ich, ja, ich weiß, irgendwie war ich raus. Ich weiß nicht wieso, keine Ahnung. Vielleicht war ich mit den Gedanken bei ihr oder sowas. Hab ihr zu tief in die Augen geschaut. Durchaus möglich. Also, wie gesagt, bis jetzt muss ich sagen, ist es mir ein bisschen zu stark auf Fitnessboxing ausgelegt. Da könnt ihr euch ohne Probleme eher Fitnessboxing kaufen. Oder beziehungsweise auch Fitnessboxing kaufen, ohne dass es wirklich eine große Änderung gibt. Zuerst mit der linken. Double Jab Crosses. Ach so, ja. Entschuldigung. Ah, ich vergesse immer den Takt. Schnell wieder zurückholen. So, jetzt. Dann von links. Haken. Haken. Ach so, ah, seitwärts. Haken auf die Hüftdrehung achten und auf das Kinn zielen. Schlag von der Seite. Dann von links. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich achte immer nur auf die Zeichen unten. Noch immer in der Stadt.
Stellung? Also es fordert einen schon irgendwo. Gerade und stark bleiben. Schlag von der Seite. Bei Haken und es fordert einen schon irgendwo. Aber, wie gesagt, zu viele Parallelen zu Fitnessboxing. Warum man das jetzt hier rausbringt, dieses Spiel, als Alternative oder als Home-Fitness, das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Vielleicht will man so ein Allround-Spiel reinmachen. Zuerst mit der rechten. Doppel-Jab crosses. Seht ihr, ich habe gesagt, der Arm, der vorne ist, der ist immer Jab. Und der Arm, der hinten ist, ist immer Cross. Oh, das war taktmäßig scheiße. Achso. Mann, irgendwie bin ich heute nicht im Takt. Gut, kommentieren neben hier ist immer so eine Sache. Sehen, wenn man sich, wenn man ein bisschen Fresse hält und konzentriert, dann geht's auch. Achso, ja, falschen Arm wieder genommen. Mann, was ist heute mit mir los? So schwer ist das eigentlich gar nicht. Aber heute ist irgendwie der Wurm drin. Heute will mir nichts, kein Rhythmus in meinen Kopf. Ich habe es aber auch sehr leise gemacht, damit ich nicht zu viele Rückkopplungen habe vom Ton her. Ja, wenn ich es lauter gemacht hätte, wird es vielleicht besser funktionieren. Phew. Was ich ehrlich gesagt bei Fitnessboxing zum Beispiel besser finde, beim zweiten Fitnessboxing, da könnt ihr auch den Trainer wechseln und so weiter und so fort. Und da hat man ja auch irgendwie mehr... Also ich finde das Setting und das Ganze drumherum irgendwie bei Fitnessboxing motivierender. Ich habe das irgendwie das Gefühl, bei Fitnessboxing, da hast du Bock wirklich anfangen, also wenn du schon dieses Box-Thema nimmst, hast du wirklich Bock zu dieser Musik, dann dich zu bewegen und so weiter und so fort. Und hier fehlt da ein bisschen der Charme, aktuell noch. Das ist das, was mir jetzt als aktuell so ein bisschen auffällt. Irgendwie wirkt das Ganze hier so ein bisschen zäh und ein bisschen steif. Die Lockerheit von Fitnessboxing fehlt mir hier ein bisschen. Und jetzt so. Vollgas. Aha. Beide Arme hoch. Aus der so. Grundstellung. Und runter. Mit dem rechten Fuß zurück und gehen die Linksauflage. Zuerst mit der linken. Jab. So, jetzt kommt die Königsdisziplin. Ach so. Ellbogen. Links. Rechts. Links. Rechts. Unbedingt aus der Hüfte drehen. Jetzt ändern wir den nächsten Teil. Ach so, aufwärts. Ah. Sollte mehr auf die Wörter achten, die da stehen. Beim Aufwärtshaken stellt die Faust gerade nach oben. Dann von links. Aber es läuft tatsächlich, um jetzt mal was über die Technik zu sagen, läuft es ziemlich flüssig. Oh, ach so, ach, ich muss treten. Unbedingt auf den Bein drehen. Dann von links. Ah, okay, das ist jetzt cool. Ach Mann! Aber es ist cool, tatsächlich. Also das mit dem Treten finde ich jetzt ganz gut. Und es läuft ziemlich flüssig, was die Erkennung der Bewegung angeht. Da läuft es eigentlich ziemlich gut. Das finde ich tatsächlich ganz cool, um auch mal ein bisschen was über das Technische zu sagen. Ich muss husten. Hältst du auch wirklich dein Gleichgewicht? Dann
Ellbogen. 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 Uppercut. Uppercut. Jab. Jab. Cross. Tiefer Tritt. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Rechts. Links. Rechtes Bein. Unbedingt aus der Hüfte drehen. Ellbogen am Körper. Noch einmal. Mit dem Ellbogen raus, als ob du das Kinn nur streichst. Ha, da war ich wieder ganz kurz raus. Mist. Ich kann das besser, Mann. Okay, falls es ein nächstes Mal gibt, das könnt ihr ja mitentscheiden. Wenn ihr halt einfach mehr von dem Spiel sehen wollt, andere Modi, die vielleicht noch kommen. Hä? Ach, falschen Arm. Ich hab einen falschen Arm genommen. Blocken. Gerade. Schon schlapp? Dann musst du erst rechts ran. Behalte für Aufwärtsblock deinen anderen Arm nah an deiner Seite. Dann von links. Unterarmblock. Okay, das finde ich bis jetzt am coolsten. Unterarmblock. Links. Rechts. Den Arm auf jeden Fall von innen nach außen drehen. Jetzt kommt eine Kombination. Unterarmblock. Unterarmblock. Gerade. Fertig, okay. Also das mit der Hocke und mit dem Tritt finde ich bis jetzt am coolsten. Das sind Neuerungen, die ich bei Fitnessboxing so erstmal noch nicht erlebt hatte. Vielleicht habe ich auch Fitnessboxing einfach zu wenig gespielt, dass die da auch drin vorgekommen sind. Trotzdem muss ich sagen, es ist doch viel zu viele Parallelen zu Fitnessboxing, meiner Meinung nach. Drop the Beat Music jetzt verfügbar, das ist gut. Was zum Freischalten ist immer super, um da mal was zuzusagen. Ich finde immer super, wenn man Sachen freischalten kann. Gerade wenn es ums Thema Sport geht. Motivation, Sport zu machen, wenn man Sachen freischalten kann, ist super. 62 Kalorien würde ich jetzt mal in Frage stellen, ob ich die wirklich verbraucht habe. Also wirklich an die Grenzen gekommen bin ich nicht, aber es war ja auch nur ein Tutorial. Ne? Von dem her sollte man ja ein bisschen aufpassen, dass das vielleicht noch schwieriger werden könnte, wenn man einfach anders einstellt, das Ganze. Wenn du jeden Tag so weitermachst, werden die Resultate nicht lange auf sich warten lassen. Es wirkt aktuell eher wie ein Ausdauertraining, wo ihr einfach bewegt, euch bewegt und so. Aber bis jetzt für mich noch kein wirklicher Kaufgrund. Es kostet ungefähr 40 Euro, wenn ihr es euch kauft. Die Retail-Version ist auch schon verfügbar. Also das könnt ihr auch sogar als physische Version rausbringen. Ich habe es mir jetzt aber downloadmäßig geholt und von dem her, wie es euch beliebt. Aber ihr braucht nichts Besonderes dafür. Ihr braucht nur eure Joy-Cons. Also es sind keine Beingurte oder sonst irgendwas dabei. Ihr braucht einfach nur die Software. Das heißt, ihr könnt es euch auch ohne Probleme runterladen aus dem E-Shop. Gut. Ja, wie ich bereits gesagt habe, ihr könnt mitentscheiden, ob ihr noch mehr von dem Spiel sehen wollt. Zeigt es einfach in Form von Bewertungen und Kommentaren, ob ich noch ein paar Parts dazu machen soll. Ich bin jetzt noch nicht so ganz überzeugt von dem Spiel. Wie gesagt, weil es halt einfach genau das gleiche ist, was ich eh schon gekauft habe letztes Jahr. Bis jetzt wirkt es nicht sonderlich anders. Aber wir können uns das Ganze noch ein bisschen länger angucken mit dem 3-Minuten-Fitness-Training oder sonst irgendwas, damit ihr eine bessere Entscheidungshilfe habt, damit ich vielleicht noch ein bisschen warm werde mit dem Spiel, zeigt es mir einfach in Form von Bewertungen. Und achte unbedingt auf ausreichende Erholung nach deinem Training, aber wirklich, mach das mal, Leute. Wenn du weiter trainieren möchtest, dann trink etwas und leg eine kurze Pause ein. Mache ich. Also das nächste Mal... Du kannst einmal pro Tag ein persönliches Training durchführen. Wenn du mehr trainieren möchtest, dann kannst du das mit 3-Minuten-Fitness tun. Okay, also das Spiel achtet schon darauf, dass man sich nicht übernimmt. Achtet darauf, dass ihr wirklich nur einmal am Tag euer persönliches Training macht. Dann solltet ihr aber auf jeden Fall darauf achten, es richtig einzustellen, sodass ihr gefordert werdet, aber nicht überfordert werdet. Aber auch nicht unterfordert. Weil das war mir persönlich jetzt ein bisschen zu schwach. Aber wie gesagt, das war das Tutorial. Das kann man bestimmt noch stärker einstellen. Unter meinem Protokoll kannst du deine vorherigen Ergebnisse ansehen. In den Einstellungen kannst du außerdem das Dehnen ein- oder ausschalten oder die Lautstärke einstellen. Das wären alle Erläuterungen. Gute Arbeit. Dann wollen wir mal unser Bestes geben. Ich habe mein Bestes schon gegeben, aber es war offensichtlich nicht gut genug für dich. Das Dehnen ist momentan ausgeschaltet. Wenn du dich während des persönlichen Trainings dehnen möchtest, drücke den Plus- oder Minusknopf, um die Einstellungen aufzurufen und aktiviere dort das Dehnen. Genau, also wie gesagt,
dann würden wir uns das nächste Mal die 3-Minuten-Fitness angucken. Aktuell wirkt es, als wäre es lediglich diese zwei Sachen, die man machen kann. Persönliches Training und 3-Minuten-Fitness. Ich würde sagen, für heute reicht's. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, das nächste Mal wieder bei Home-Fitness-Workout-Gedöns. Ihr wisst, bis zum nächsten Mal. Tschüss.